Ich habe Angst halt. Ich habe Angst, vor euch zu reden. Ich habe Angst vor dem, was kommen wird. Oh, was ist los in diesem Land? Oh, was ist los in diesem Land? Oh, was ist los in diesem Land? Ich habe Angst halt. Ich habe Angst, vor euch zu reden. Der Mann, den bisher kaum jemand kannte, Thomas Kemmerich, FDP, ab heute Ministerpräsident von Thüringen. Erst gratuliert Mike Moring von der CDU, dann Björn Höcke von der AfD. Glückwünsche nach dem Paukenschlag im Landtag von Thüringen. Von Erfurt nach Stuttgart, 400 Kilometer weiter westlich, der FDP-Fraktionschef unter Erklärungsdruck. Der Vorwurf, die FDP habe gemeinsame Sache gemacht mit der AfD. Die AfD wird in Thüringen mit dieser Finte weder in die Regierung kommen, noch wird die AfD inhaltlich auch nur ein Jota umsetzen. Für die AfD ein Tag der Freude. Fraktionschef Gögel spricht von einem taktischen Meisterstück seiner Kollegen aus Thüringen. Wichtig ist für uns, dass mal ein Tabu gebrochen ist, dass man auch mit Stimmen der AfD in ein Amt gewählt wird. Genau das bezeichnen SPD und Grüne als politischen Dammbruch. Ein Ministerpräsident von AfD-Gnaden sei untragbar. Die CDU und die FDP haben, um einen Ministerpräsidenten zu wählen, offensichtlich der rassistischen Höcke-AfD die Hand gereicht. Und ich halte das für einen Verrat der Ideale unseres Grundgesetzes. Es macht mich fassungslos. Und im Grunde kann es in Thüringen jetzt nur Neuwahlen geben. Das muss in meinen Augen der nächste Schritt sein. Dagegen versucht die Landes-CDU, die Parteifreunde aus Thüringen zu verteidigen. Es ist eine geheime Wahl und es wird sicherlich im Lichte der Geschichte zu beurteilen sein, wie stark, wie kompetent und wie fürsorglich für das Land ein FDP-Ministerpräsident dieses Land dann in die Zukunft führt. Wie diese Zukunft aussehen könnte, darüber wird parteiübergreifend gerätselt. Und wir sprechen jetzt darüber mit Hans-Ulrich Röke, dem FDP-Fraktionsvorsitzenden im Baden-Württembergischen Landtag. Guten Abend, Herr Röke. Guten Abend, Herr Bruder. Ja, Herr Röke, Sie sind jemand, der immer sehr offensiv auftritt, der Kante zeigt im Landtag, auch gegenüber der AfD. Können Sie das in Zukunft überhaupt noch glaubwürdig tun? Ja, absolut. Es war ja nicht so, dass es irgendwelche Absprachen gegeben hat. Der Kollege Kemmerich ist ja angetreten in einem dritten Wahlgang gegen einen radikalen Kandidaten von links und gegen einen radikalen Kandidaten von rechts. Und es war nicht zu erwarten, dass ihn nicht nur die CDU wählt, sondern auch offensichtlich die gesamte AfD-Fraktion statt ihrem eigenen Kandidaten. Aber Sie müssen sich jetzt anhören, dass Sie einer möglicherweise rassistischen Partei die Hand gereicht haben. Nein, es wurde ja nicht die Hand gereicht, sondern die AfD hat einen FDP-Kandidaten gewählt. Das ist richtig. Es wird aber keine Zusammenarbeit mit der AfD geben. Thomas Kemmerich hat uns in einer Telefonkonferenz versichert, er wird weder die AfD in sein Kabinett berufen, noch wird er sich von ihr dulden lassen, noch wird es an irgendeinem Punkt eine sachliche Zusammenarbeit mit dieser Partei geben. Aber lassen Sie noch einen Schritt zurückgehen. Ihr Parteivorsitzender Christian Lindner wird ja immer noch damit zitiert, lieber nicht regieren als falsch regieren. Wie kommt es überhaupt dazu, dass die FDP als kleinste Fraktion in diesem Landtag überhaupt einen Kandidaten zum Ministerpräsidenten stellt? Es gab nur zwei radikale Kandidaten von links und rechts und das Angebot des Kollegen Kemmerich war, ein Kandidat der Mitte zu sein. Aber das kann doch gar nicht funktionieren im politischen Alltag, nein, weil er ja noch weniger Stimmen als Bodo Ramelow oder noch weniger Mehrheiten hat. Nein, er hat mehr Stimmen bekommen als Bodo Ramelow, sonst wäre er nicht Ministerpräsident. Aber nicht im politischen geworden. Alltag später. Im also politischen Alltag wird es darum gehen, jetzt eine Koalition der demokratischen Fraktionen zu bilden. Eine, wie man so schön sagt, Zimbabwe-Koalition aus FDP, CDU, Grünen und SPD. Das wäre eine Minderheitsregierung. Da müsste man sich Mehrheiten suchen, gegebenenfalls in Sachfragen, nur in Sachfragen mit der Linkspartei, nicht mit der AfD. Und wenn das nicht gelingt, dann ist klar, wird es in Thüringen auf Neuwahlen hinauslaufen. Das hat Ihr Parteivorsitzender ja heute so angekündigt. Auch Thomas Strobel hat es eben noch mal gefordert, haben wir erfahren. Das wundert mich jetzt etwas, dass seine eigenen Parteifreunde in Thüringen erst Herrn Kemmerich wählen und dann Herr Strobel gleich Neuwahlen fordert. Dann müssen wir aber die CDU fragen dazu. So ist es. Aber trotzdem an Sie die Frage, kann es möglicherweise sein, dass Thomas Kemmerich nur Ministerpräsident für einen Tag ist oder war?
Da wage ich keine Prognose. Es wird jetzt darum gehen, auszuloten, ob die anderen demokratischen Fraktionen im Landtag von Erfurt bereit sind, mit ihm zusammenzuarbeiten. Wenn das der Fall ist, dann kann es eine bessere Regierung werden als eine Regierung, die von einem Linken oder von einem AfD-Politiker geführt wird. Wenn es nicht möglich ist, dann ist klar, wird die Regierungszeit relativ kurz und dann werden die Thüringer neu wählen müssen. Sagt Hans-Ulrich Rücke, FDP-Fraktionsvorsitzender im Baden-Württembergischen Landtag. Vielen Dank. Danke Ihnen. Er zeigt nur wenig Regung, als das Wahlergebnis verkündet wird. Thomas Kemmerich ist Thüringens neuer Ministerpräsident. Und das, obwohl seine FDP es im Herbst nur mit Ach und Krach in den Landtag geschafft hat. Erst im dritten Wahlgang ist er heute ins Rennen gegangen. Der bisherige Ministerpräsident Ramelow fiel zweimal durch. Kemmerich wurde mit den Stimmen von FDP, CDU und auch AfD ins Amt gewählt. Dass die AfD Kemmerich zum Sieg verholfen hat, schlägt bundesweit hohe Wellen, auch in Rheinland-Pfalz. Die Ministerpräsidentin spricht von einem traurigen Tag. CDU und FDP haben heute einer rechtsextremen Partei zur Macht verholfen. Und das ist mehr als ein Dammbruch, es ist ein absoluter Tabubruch. Und aus meiner Sicht gefährdet das auch die Demokratie. Und man kann jetzt nur noch dazu sagen, dass die wehrhaften CDU, die Mitglieder der CDU und der FDP Farbe bekennen müssen, wenn sie am Ende nicht zu Marionetten werden wollen in der Hand der AfD. Der rheinland-pfälzische FDP-Chef interpretiert die Sache anders. Er lobt seinen Thüringer Parteikollegen Kemmerich für seine Entscheidung. Ich finde es sehr honorig, dass er in einer solchen Situation gesagt hat, ich verweigere mich nicht der Verantwortung. Und er hat sich ja auch in keine einfache Situation begeben. Aber ein Land muss eine Regierung haben. Und wenn alle anderen Situationen und alle anderen Konstellationen nicht zum Ergebnis führen, dann muss jemand springen und sagen, ich übernehme jetzt die Verantwortung und gehe eben ohne Koalitionsvertrag, ohne parlamentarische Mehrheit für das Land Thüringen in die Verantwortung. Die rheinland-pfälzische CDU veröffentlicht heute nur eine sehr kurze Pressemitteilung. Darin heißt es, für sie komme eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht in Frage.